Guten Abend. Grüße euch, ihr Lieben. Guten Abend. So. Wie schön, dass ihr alle da seid. Barbara Knochel 1, Marieke, ich grüße dich. Angelika Heine, Viktoria Holzwart. Wie schön, dass ihr alle dabei seid. Guten Abend, ich bin zurück aus L.A. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Moment. Ich würde sagen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Uli Stille Wörtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulich. Guten Abend, herzlich willkommen zu Ulig Still im Örtchen. Es ist 22.16 Uhr mittlerweile und es ist wieder Zeit, endlich mal in Ruhe zu reden. Ja, das war eine wirklich, wirklich wilde Woche und ich glaube, ich habe es geschafft und habe tatsächlich nicht wirklich Jetlag, weil ich mich gezwungen habe, in diesem Flieger zu schlafen und dann hier gestern ankam um 2:30 und dann um 10 ins Bett gegangen bin und dann bin ich um 12 aufgewacht, dann bin ich um 3 aufgewacht, dann bin ich um 5 aufgewacht. Und dann habe ich immer gesagt, Uli, schlafen, schlafen, schlafen. Und dann habe ich tatsächlich bis 9 Uhr heute Morgen geschlafen. Und es war wirklich eine wilde Reise. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne. An dieser Stelle möchte ich mich sehr bei und Gretel, bei Hakle und bei Dermalogica für die Unterstützung vom stillen Örtchen bedanken. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Vielen Dank. Und es ist wieder an der Zeit, diejenigen von euch, die schon lange dabei sind, wissen das, es gab Verlosungen immer mal wieder, sozusagen von meinen Unterstützern. Das habe ich jetzt seit Weihnachten ausgesetzt, aber ich fange damit wieder an. Und zwar fangen wir heute mit der Box an. Das ist eine äquivalente Box, die habe ich geschenkt bekommen. Und eine von euch, einer von euch, kann diese wunderbare Box gewinnen. Die ist von Dermalogica. Ich habe hier nur sozusagen... Dermalogica hat sie mitgenommen und wird die für euch verschicken. Ich habe da auch eine Karte reingeschrieben, ich habe auch unterschrieben. Ich zeige euch mal teilweise, was da drin ist in dieser wunderbaren Box. Schaut mal. Also auf jeden Fall ist das Power Bright Overnight Cream ist drin. Dann ist der Power Bright Dark Spot Serum da drin. Dann ist drinnen der Power Bright Moisturizer mit 50er Sonnenschutz. Der ist auch gegen die Pigmentflecken, gegen die Hautflecken und sowas und gegen die Altersflecken, diese Serie. Und die ist großartig. Ich teste die ja lange. Und es ist drin, was erst am 9. Juni sozusagen auf den Markt offiziell kommt, das Daily Milk Eufolin. Das ist großartig und das ist sozusagen von mir unterschrieben und vom CEO-Boss Aurelien aus Amerika. Und dann sind noch andere Sachen drin und die hat einen wunderbaren... Die ist wirklich toll, diese Box. Und was ihr dafür tun müsst... Ihr schreibt einfach nachher unter dieses Video, weil ihr wisst, ich lese ja so gerne Kommentare, einen lustigen, kreativen Kommentar zum Thema Meine Haut hat Jetlag. Und am Dienstagabend entscheide ich dann bei den ganzen Kommentaren, welcher mir besonders gut gefallen, ob lang, ob kurz, egal. Und eine von euch gewinnt dann diese Box und das gebe ich dann auch in der Story bekannt. Und da ist auch noch ein Pinsel drin zum Aufschäumen von dem Milk Eufolin. Und dann ist auch noch drin eine Schale und es sind auch noch andere Sachen drin. Also ein kleines Souvenir sind drin. Also sozusagen die Amerika-Box, die LA-Box kann eine von euch gewinnen. Kreatives Kommentar zum Thema Meine Haut hat Jetlag. Vielen Dank an Dermalogica an dieser Stelle, dass ihr das möglich macht, dass ich das verlosen darf. Das finde ich ganz, ganz toll. Und es war wirklich, ich sage euch was, ich arbeite ja seit über einem Jahr mit Dermalogica zusammen und ich finde die ja wirklich ganz großartig. Ich habe die auch beim Drehen kennengelernt. Und dass ich jetzt sozusagen das erleben durfte, woher das alles kommt. Ne? Die Jane Warwind, ich kann immer den Namen nicht richtig aussprechen, die ist ja damals aus England sozusagen nach Amerika gegangen und hat da festgestellt, dass es so wenig ausgebildete Kosmetikerinnen gibt und hat sozusagen dann ein Ausbildungscenter eröffnet, um die auszubilden und hat festgestellt, dass es einfach keine gute oder in ihrem Sinne nicht die passende Kosmetik gibt, die eben ohne Duftstoffe ist, ohne Tierversuche, ohne künstliche Farbstoffe, sondern das ist alles so gepanscht, war auch gerade in den 80ern, jetzt ist das ja auch schon anders, aber in den 80ern eben nicht, und hat das entwickelt und es kommt wirklich von Hautpflegeexperten und ist sozusagen für die gemacht, also für die Kabine. Und das zu erleben, mittlerweile ist es einfach wirklich sehr, sehr groß und das war sehr, sehr spannend und es war irgendwie, wow,
Ich bin ganz geflasht noch davon, weil ich habe natürlich damit überhaupt nicht, dass das dann solche Eindrücke, und die Amerikaner haben sich natürlich wollten, dass es mir gut geht und haben mich sozusagen, ich weiß gar nicht, in diesen 3 Tagen habe ich so viel gemacht, wie man sonst in 3 Wochen macht vielleicht, von hier nach da gefahren, den Flagship so anguckt, den ersten, den sie nicht verändert hat und sowas, und dann war ich auf diesem, wie heißt dieser Boulevard, wo die Sterne sind, und da bei diesem Kino, wo irgendwie Top Gun einen Tag später Premiere hatte, und dann war ich im Soho-Haus essen, da hat der Chef eingeladen, da war ich auch noch nie drin, da kommst du auch gar nicht rein, nur wenn du Member bist und sowas, und das war dann so, aha, was macht man denn hier, und dann sind wir ständig mit so einem großen Auto da rumgefahren, also das war schon wirklich, da bin ich sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. So, und jetzt bin ich wieder hier und bin so ein bisschen, was für eine verkehrte Welt, weil natürlich eigentlich ist jetzt, wie spät haben wir es denn jetzt an, Ferdinand, mein Herz, Elena. Es war wild. Ich sage dir, es war wild. Hello and welcome back to I'm sorry, sorry that my English is also bad. Aber ich habe getanzt. Ferdinand, ich habe getanzt. Elena, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du das tatsächlich gemacht hast. Und ich glaube, da haben sich sehr viele Leute da draußen sehr gefreut. Gleich mal vorweg, falls jetzt irgendjemand jammert, dass das Bild hängt und so, ja, ich bin wieder mal irgendwo, wo ich ein scheiß Internet habe. Also Hauptsache ihr hört uns, ja? Also Hauptsache so, ne? Gleich mal vorweg. Es ist dunkel, seit du da bist. Warum auch immer. Macht ja nichts. Ich sehe dich gut, wir sehen uns gut, macht doch nichts. Hauptsache hören. Elena, ich könnte ja ausrasten. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie war's denn? Oh mein Gott! Ich habe ja die Stories verfolgt. Du bist ja, also Elena Goes International. Ja, total. Total international. Es war so aufregend. Sag mal, ganz kurz. Sieht man mich dunkel, Ferdinand? Siehst du mich dunkel? Nö. Ich sehe dich hell. Du siehst mich hell? Ja, ganz normal. Siehst du mich? Ich raste aus. Ja, ich sehe dich und höre dich. Was machst du denn? Ferdinand, ich nehme dich nochmal raus. Ja, was soll ich machen? Rein. Ferdinand, siehst du mich? Irgendwas ist passiert. Wo ist der? Nicht dunkel. Wo ist er denn hin? Wo ist denn der Ferdinand hin? Ist ja merkwürdig. Ich hole ihn nochmal kurz. Ferdinand, bist du da? Klappt das jetzt? So, jetzt klappt es. Ferdinand, hör zu. Also, ich habe im Flieger, man muss aber dazu sagen, dass mich eine Stewardess erkannt hat im Flieger und als erstes gefragt hat, wie der Schneckenwitz ist. Aber wie geil, dass die dich erkannte. So, total krass. Und dann habe ich sozusagen gesagt, tanzen Sie mit mir. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich die anderen alle gefragt. Und dann habe ich gedacht, für dich und für alle da draußen mache ich das. Yes! Ja, ich habe es so gefeiert und es war großartig. Ja, das war ein großer Spaß. Cool. Ja, weil wir einfach dadurch Zeit hatten. Wir haben ja Zeit gehabt. Es war ja, viele haben ja geschlafen. Ja, und wir hatten Zeit. Und dann haben wir das schön geprobt. Schön. Es ist richtig toll geworden und ich glaube, du hast da nicht nur mir, sondern auch ganz vielen anderen Menschen da draußen eine riesengroße Freude bereitet und offensichtlich den Stewardessen auch. Das heißt, das nächste Mal, wenn du nach L.A. fliegst, kannst du nochmal ein Tänzchen wagen. Natürlich. Man kann ja immer ein Tänzchen wagen. Man kann immer ein Tänzchen wagen, wenn es funktioniert, oder? Du, sag mal, und du bist jetzt wirklich nicht sehr gechatlaggt. Also ich kann mich nur erinnern, das letzte Mal, als ich overseas war, war ich danach irgendwie nicht zu gebrauchen. Das war 3 Tage lang fürchterlich. Wirklich? Ja, mir ging es dann nicht sonderlich gut. Aber offensichtlich hast du das gut weggesteckt. Ich möchte ja eigentlich alles bis ins kleinste Detail wissen. Aber natürlich, ich werde dich nochmal, aber das würde jetzt zu weit führen, Ferdinand, weil dann würden wir hier noch bis morgen sitzen. Aber ich werde dich nochmal privat anrufen und dir Du siehst blendend aus. Weil Elena Goes blendend aus. Du bist wirklich. Und die,
Und dann haben die wirklich in Deutschland, das wusste ich nicht, die haben so einen Stern ausgedruckt, aber auch mit dem Boden zusammen. Und haben Das die. war richtig süß. Ich habe das gesehen und mir doch traut ihr das mal an, was die da gemacht haben. Das ist richtig so mit Arbeit und vorgedacht und so Ja. ausgedruckt. Richtig toll. Also hast du jetzt deinen Stern am Walk of Fame. Haben sie den dann auch hingeklebt am Boden, bitte? Nein, das durften sie nicht, da jetzt Ärger gegeben. Es gibt auch noch ein Video, und das werde ich euch irgendwann posten, ein Reel, wo ich natürlich auf dem Walk of Fame ein kleines Tänzchen gemacht habe. Ein Mini-Tänzchen. Mini-Tänzchen. Wir Klitzekleines müssen Tänzchen. uns Aber auch immerhin. mal sehen, Ferdinand, wenn du mal nach München kommst, das nächste Mal, dann gehen wir aber irgendwie in die U-Bahn und machen Tänzchen. Das machen wir. Und dann regen wir die ganze U-Bahn, machen wir eine Lautsprecher auf. Achtung, Achtung, jetzt bitte mittanzen. Das machen Genau, das machen wir auf jeden Fall. Mein Herz. Hey. Ich werde jetzt mal schauen, wo denn der Patrick ist. Wir Ich wünsche dir telefonieren viel die Spaß. Tage. Wir Ne? telefonieren die Tage. Es war großartig, dich zu begleiten auf deiner Reise nach L.A. Ich hoffe, dass das wieder passiert, weil nämlich Elena goes international. In Ja, diesem Sinne, international. schönen Abend. Ich bin sehr froh, wieder in Deutschland zu sein, zu Hause. Sehr lustig war eine Freundin von mir, die ist Maskenbildnerin, die hat mich angefangen und gesagt: Wie siehst du immer aus? Du musst eine Maskenbildnerin mitnehmen. Das macht man als Influencer so. Und da habe ich gesagt: Aber wieso Quatsch! denn? Nee, genau das ist gut so, dass du das so machst. Weil die ganzen Weil. Influencer-Leute da draußen, die haben wir eh zu häufig. Aber sowas purely naturally ist viel, viel besser. Viel, viel besser. Ja, so wie wenn wir reisen würden, einfach. Verstehst du? Bitte. Der Ja, Ferdinand, die kann man Leute ja auch. wissen, dass du auch tanzt. Der Ferdinand wird auch tanzen. Ich werde Bald. natürlich auch tanzen. Wenn wir da im U-Bahn hier eine Durchsage starten, Achtung, Achtung, bitte alle mittanzen, tanze ich natürlich mit. Natürlich. Beschwingen wir das Tanzbein. Dann machen wir schön Walzer rein und dann tanzen wir Walzer in der Münchner U-Bahn. So sieht das nämlich aus. So, mein Schatz, pass auf dich auf, Also, hab einen wunderschönen Abend. ebenso und bis Bis bald. bald, mein Herz. Ciao. Ciao, ciao. Wie herrlich, wisst ihr, ich bin tatsächlich ein bisschen irritiert, weiß aber nicht warum, dass das so dunkel ist. Seht ihr mich nicht dunkel oder spinne ich jetzt total? Das ist doch dunkel. So, mein Handy hat sich verabschiedet und ist total dunkel und ich sehe gar nichts. Warte mal, ich mache mal das Ringlicht aus. Das ist ja merkwürdig, dass das so dunkel ist. Ist ja egal. Ihr seht mich hell und es ist alles gut, die Verbindung wunderbar. Patrick, mein Lieber, ich schaue jetzt mal, wo du bist. Da ist er auch schon. Hör mal. Hase, du musst ein bisschen nach rechts, weil sonst laufen die Kommentare über dein schönes Gesicht. Ah, Schau, da so ist ist Herr es. Lindner, wie schön. Und hast du einen schönen Stativständer bekommen für heute Abend? Gar kein. Ich bin unterwegs und ich halte mir hier die Hand quasi Du hältst das steif. so. Steif. Du hältst es selber, oder was? Ja, ich halte es selber, natürlich. Bist du verrückt, hör mal. Da musst du Leute für anstellen, die das halten. Leisten. Wenn du mal zu mir kommst. Ich habe hier einen wunderbaren Stativständer. Der hält es wunderbar. Patrick, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Wir haben ja uns kennengelernt. Ich glaube, das ist jetzt auch schon 6 Jahre her, bei dem The Taste, wo du gewonnen hast. Ja, ist das schon 6 Jahre her? Ich glaube ja. Ich glaube, 5 auf jeden Fall. Das ist ja irre. Also, ich muss dazu sagen, dass ich damals wirklich unglaublich glücklich war und einen Riesenspaß mit dir hatte, ehrlich. Also, Wir eigentlich im Team sein müssen. Elena Uhlig ist einfach Bombe. Ach, hör Eine auf jetzt. Bombe. Ja, Nein. es war wirklich grandios. Und ich muss dir auch sagen, ja, wir haben uns leider Gottes, wenn das schon 6 Jahre jetzt her ist, mir kommt es vor wie vorgestern, haben wir uns einfach viel zu selten gesehen. Ja, Ja. wir hatten ja damals abgemacht, wir sehen uns. Dann war ich ja noch in Österreich und habe mich nie getraut, dich anzurufen. Dann war ich zurück und habe mich auch nicht getraut. Und dann habe ich dich aber letztes Jahr bei der Karmnebel, habe ich dich sozusagen geschnappt und habe gesagt, jetzt ist es soweit. Und dann Genau. war kein Halten mehr. Und jetzt haben wir ja schon ausgemacht, dass, das kann man sagen, dass der Herr Karl mit dir zusammen etwas kocht und ich und der Peter das genießen werden. Also du sagtest, Peter und du, ihr werdet schön ein Weinchen trinken und Fritz und ich, wir werden kochen. Genau, Ja? genau. Also
Das fände ich wahnsinnig spaßig. Dabei ist mir eingefallen, wie du schon gerade sagtest, dass wir uns bei Karm Nebel wieder sahen. Und das war ja, glaube ich, schon im November letzten Jahres, oder? Und dann sagtest du zu mir, wann hättest du denn Zeit mal irgendwie für stille Örtchen? Wir machen mal gleich einen Termin aus. Wie würde dir denn der 29. Mai passen? Dann dachte ich mir, verarscht sie mich jetzt oder was? 29. Mai? Ja, sagt sie, ich muss das alles gleich festmachen irgendwie, ja. Ja, und ich meine, in der Zwischenzeit ist ein halbes Jahr vergangen. Ich Ja, habe mir gedacht. aber ich weiß, du hast gedacht, ich sag für Januar, aber ich plane doch so lange im Voraus, weil ich das auch Ja, alles selber mache. wusste ich Weißt ja du? nicht. Aber das nur nebenbei. Also das, ja. Aber Aber soll ich das denn? freu mich natürlich sehr, wenn das dann zeitlich irgendwie hinhauen würde, dass Fritz und ich kochen, ja, und Jetzt ihr lass schön es nicht mehr ein aus. lecker Weinchen Ich trinkt. werde dich diese Woche noch anrufen, dass wir dingfest gemacht, weil sonst kommen wir gar Okay. nicht mehr zu irgendwas. Absolut, sehr schön. Ne, sonst vergessen wir das wieder und dann ist wieder 2 Jahre ins Land gezogen. Nicht, dass du dann sagst, also irgendwie Nein. 17. April oder so. Ja, 2023. Es Ja. haben ganz viele Leute haben hier Fragen an dich gestellt. Ja, ich habe Okay. davon welche zusammengefasst, weil wir können die nicht alle machen. Da kommen wir in den Wald heute. Ja. Und zwar, pass mal auf, es ist ein Riesenthema wohl, was du letztes Jahr gemacht hast als Krankenpfleger, ja, was du da wohl gemacht hast. Und da kommen mehrere Fragen. Was hat dich dazu bewegt, beim Experiment in Sat.1 als Krankenpfleger mitzumachen? Wie war die Erfahrung als Pfleger? Hast du heute noch Kontakt zu den Schwestern? Ja? Wie geht's dir damit? Wie kamst du dazu? So, hast du eine andere Einstellung jetzt zum Krankensystem? Bitte, bitte. Also, Kontakt haben wir tatsächlich noch, ja, zu mehreren Pflegerinnen und Pflegern dort. Das hat sich wirklich in den ganzen Wochen, wo wir da waren, echt gefestigt. Da ist also so eine Art ja, Freundschaft auch entstanden. Das Projekt, das eben letztes Jahr bei Sat.1 lief, als das so in Planung war und die Leute dafür gesucht wurden, die eben jetzt mitmachen würden bei diesem Experiment. Nein, es war ja kein Experiment, es war ja eine 1:1-Geschichte, wenn man so will. Was da Also wirklich 4 Wochen oder was? 4 Wochen sind wir, also 6 Prominente, wenn man so sagen möchte, in eine Klinik gegangen und haben dann den Dienst eines Krankenpflegers mitgemacht. Ja, jeden Tag, 8 Stunden. Und das war wirklich spannend. Also ich war von Haus aus jemand, der eigentlich nicht gerne ins Krankenhaus geht. Also Gott sei Dank musste ich jetzt selbst noch nie ins Krankenhaus, aber auch als Besucher, muss ich sagen, habe ich mich eigentlich immer gedrückt davor. Ja, Ja. weil das ist etwas, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall war das für mich so eine Probe, ob ich danach vielleicht eher irgendwie diese Krankenhausphobie, dann ablegen kann. Ja. Und das hat mir echt unheimlich viel gebracht. Es war natürlich eine spannende Aufgabe und das ist ja eigentlich das Hauptsächliche gewesen, zu erfahren, selber zu erfahren und es nach außen hin zu zeigen, wie hart doch wirklich diese Leute arbeiten müssen und ja, was es bedeutet, eben diesen Beruf auszuüben. Und Und hast du auch gerade, Nachtschichten gehabt, auch richtig? ja, wir haben also Frühschichten gehabt, die gingen um 6 Uhr in der Früh los. Dann gab es die Tagschichten, die gingen dann bis abends um 10. Und ab 10 Uhr begann dann die Nachtschicht, also die ganze Nacht durch. Also wir haben jede Schicht auch mitgemacht, ja. Wahnsinn, das habe ich, das ist an mir, das muss, war auch noch während Corona ja auch noch. Ja, das war ja dass das also wirklich ja auch ein großes Thema war, was also das Thema Pflege betrifft, eben auch Krankenhaus und gerade zur Corona-Zeit. Also
Es war wirklich spannend und es hat aber auch im Endeffekt wahnsinnig Spaß gemacht. Du bist ja nach 4 Wochen bist du da also drin, dass du denkst, ja, jetzt bin ich eigentlich schon so weit, dass ich hier anfangen könnte. Ja. Echt? Ja. Vielleicht noch eine Spätkarriere. Eine Spätkarriere. Ja. Aber ich finde Ja, schon, gut, dass du also. sowas mitmachst. Also das finde ich. Da. Nee, es war wirklich toll, eine tolle Aufgabe, aber ich war dann ganz froh, als ich wieder auf die Bühne durfte, muss ich Ja, ganz ehrlich sagen. absolut. Dazu möchte ich was sagen. Du bist nämlich heute aufgetreten und bist trotz Auftritt kommst du heute Abend noch hier zu. Und ich finde, deine Stimme sitzt perfekt. Du hast sie warm gesungen wahrscheinlich. Ja. Nee, du, also ich meine, wo wir doch den 29. Mai ausgemacht hatten, kann ich doch jetzt nicht sagen, du, jetzt geht's nicht, weil ich hatte heute einen Auftritt, ja. Nee, 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 Gottes natürlich. Willen, Nein, das kann ne? man nicht sagen. Aber da habe ich gleich eine Frage zu. Wann gibt es endlich wieder eine Solotour mit dir? Das war jetzt keine Solotour, die begonnen hat, sondern das war jetzt einfach so ein Auftritt. Und du hast ein neues War Lied. jetzt einfach so ein Auftritt, ja. Ich habe einen ganz neuen Song. Ja, lieben kann man nicht allein. Das stimmt. Heißt Titel. Ist auch schon ganz stark in Airplays vertreten und auch in den Airplay-Charts. In den was bitte? Was sind denn Airplays? Bitte? Was sind denn Airplays? Also die Spielungen im Radio quasi, die Airplays. Ja. Wie viele Spielungen du am Tag hast mit einem neuen Titel, wo er überall gespielt wird und so. Das ist natürlich für uns Interpreten unheimlich wichtig zu wissen, läuft der Titel gut an, wird er gut gespielt, mögen ihn die Leute, wird er in den Hitparaden, taucht er da auf. Also es ist ja jedes Mal, wenn wir einen neuen Titel rausbringen, ja, so wie ein neuer Anfang, Ja, ein Baby, aber es ist ein kleines wirklich Baby, so, was wieder geboren wird, aber ja. es ist wirklich so, dass du zu Hause sitzt, ist ja spannend, ja. Vielleicht könnte irgendjemand dieses Lied auch mal gleich anspielen, das fände ich ganz schön, ja. Vielleicht hast du eine Aufnahme oder irgendwas, weil ist es so, dass du gar nicht entscheidest oder die Plattenfirma, wie oft das gespielt wird, das entscheidet jeder Radiosender oder was? Ja, klar, es ist ja so, dass also auch die Radiosender entscheiden. Da gibt es eine Abhörsitzung, wenn jetzt neue Titel kommen. Dann wird also in der Redaktion abgehört, welcher Titel jetzt auch im Tagesprogramm läuft oder eben auch nicht. Da musst du durch ein Gremium gehen. Das ist ja nicht so, dass man dann sagt, ah, der Lindner hat wieder eine neue Single gemacht. Natürlich läuft die bei uns. Nee, das ist also ganz. Ganz kompliziert oftmals, dass man eben mit seinem Titel auch in dem Sender dann irgendwie auch stattfindet, ja. Aber wirst du damit eine Tour jetzt machen? Wird es ein Album geben oder gibt es jetzt nur die Single? Also ein Album wird es im nächsten Jahr geben. Eine Tour werde ich jetzt quasi zu dieser neuen Single jetzt nicht machen. Ich bin jetzt über den Sommer sehr, sehr viel unterwegs, Gott sei Dank. Dürfen wir ja jetzt wieder arbeiten. Wer Aber es gibt schwätzt dann denn da Weihnachten. rein? Hat da jemand Bitte? reingeschwätzt gerade bei dir? Ja, der Peter. Der hat reingeschwätzt. Der hat bestimmt wieder irgendwie jetzt was gesagt. Ja, sag doch, dass du da und da bist oder Ja, wie ja. auch immer. Verstehst du? Nein, es gibt, also an Weihnachten gibt es da eine Tour, die jetzt schon geplant war, die ganzen letzten 2 Jahre. Und dieses Jahr findet sie dann hoffentlich statt. Also zu Weihnachten bin ich dann wieder wirklich on Tour. Ich glaube, es gibt insgesamt 35 Termine. Und da werde ich natürlich auch das neue Lied mit im Gepäck haben, ganz klar. Aber jetzt Ja. sag doch mal, wenn jemand dich live sehen will, nur Ja. das kannst du doch jetzt mal sagen, weil manchmal weiß man ja gar nicht, wo, wie finde ich das raus? Du hast eine Internetseite, eine Webseite, wo das alles draufsteht? Ich habe eine Website, ja. Da kann Bitte man Namen sagen, wie die heißt. Patrick, Min, Peter, wie heißt sie? Lindner.de. Patrick-Lindner.de, genau. Das ist wie bei euch, ne? Wie bei uns. Da ist es umgedreht. Da werde ich immer gefragt, wie das Ah, heißt. Und dann sage ich, naja, gut. das ist Also, auf nee, jeden da steht auch Fall, alles drauf. Da da steht steht alles alles drauf. drauf. Da gibt es auch die Termine, die sind alle eingepflegt. Also, da kann man überall sehen,
wo ich gerade unterwegs bin und was die nächsten Wochen und Monate so passiert. Genau. Aber da freue ich mich. Also, ihr Lieben, Patrick minus oder Unterstrich. Was war es jetzt, Peter? Patrick-Lindner.de. www.patrick-lindner.de. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Ja. Jetzt sag mir noch, da kommt noch eine lustige Frage. Ja. Wenn man dir 100.000 Euro anbieten würde, ja, damit du ein Metal-Album aufnimmst, wäre das ein Deal? Ein Metal-Album? Ja, das wäre ja jetzt wirklich also mal ganz was anderes. Würde wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt jetzt zu mir passen, sage ich mal. Du würdest Haare wachsen lassen, ne? Ja, ich meine, ich war ja auch im Heino-Video zu sehen. Das haben wir ja, habe ich ja mitgedreht. Da war ich ja als absoluter Punker. Keiner hat mich erkannt. Also wirklich als Punker-Gitarrist war ich da auf der Bühne gestanden. Es war ein irrer Spaß. Damals, als Heino doch sein schwarz-blöder Enzian oder so gezogen hat. Das habe ich leider nicht gesehen. Hast du leider nicht gesehen, ja gut. Wer von euch hat das gesehen? Du kannst ja nicht alles sehen. Aber kann man das? Das war mit Perücke damals. Nein, das war nicht mit Perücke. Gibt es im Internet zum Anschauen. Ja. Der Peter ist ja großartig. Hört ihr den oder was? Natürlich hört man den. Ah, Peter, du bist zu hören. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja herrlich. So. Wir sitzen ja hier in unserem Hotelzimmer. Ja, wo seid ihr denn in welcher Gegend? Wir sind also in der Nähe von Bad Düben. Das ist also bei Bitterfeld-Wolfen in der Nähe von Halle oder Leipzig. Ja, das kann man dann vielleicht sich. Habt ihr denn gut gegessen heute Abend da? Wir haben gut gegessen. Weißt du, was wir gegessen haben? Nein! Matjesfilet. Mmh. Nach Hausfrauenart? Natürlich. Ja, klar. Mit Apfelstückchen und so einer weißen Soße? Es war so lecker. Mit Bratkartoffeln? Oh, bitte? Nein, nicht mit Bratkartoffeln, sondern es gab eine Ofenkartoffel mit so einem Quark dazu, ja. Lecker. Es war super lecker, ja. Und richtig frisch gemacht, sozusagen. Ja, ganz, ganz toll. Also wurde uns im Restaurant hier unten im Hotel empfohlen. Und da haben wir gedacht, Mensch, ich war gestern wirklich länger mit Iron Sheer gesessen, ja. Und wir hatten einen lustigen Abend. Wir hatten auch beim Abendessen Roland Kaiser getroffen. Der war auch. Danach sind wir dann eben zu Iron noch nach Hause und dann wird es ein längerer Abend. Also dann habe ich mir gedacht, der Matthias passt heute ganz gut zum Abend heute. Ja. Ja, absolut, absolut. Aber wer war denn alles da? Da waren ja eine ganze Armada. Nein, du wirst lachen. Wir hatten jetzt diese Nacht bei der Irene übernachtet in Berlin und gingen gestern Abend zum Italiener, hatten da einen Tisch bestellt. Und wer sitzt am Nebentisch? Roland. Ne? Und wir haben ja gerade zusammen auch seinen 70. Geburtstag gefeiert. Recht lustig. Und das war natürlich gestern so ein Hallo, weil keiner vom anderen irgendwie was wusste und keiner damit gerechnet hat. Und so saßen wir den Abend dann Tisch an Tisch und hatten also großen Spaß. So einen feuchtfröhlichen Abend, der heute mit Matthias ausgeklungen ist, sozusagen. Ja, das war dann eben später noch der kleine Absacker bei Irene zu Hause. Der war dann also ein bisschen zu lang. Ja. Du, wir müssen jetzt ein Foto machen, damit wir das nicht vergessen. Okay. Und zwar gehe ich runter, schau mal. Und ich muss rauf, oder was? So? Muss rauf? Nee, so nicht. So wirst du ja nicht mein Gesicht. Guck mal, du musst die Brille ausziehen. Ausziehen? Ja. Okay. Ach so. Warte, Nini, jetzt bist du zu weit oben. Nee, Patrick, nur so. Geh nochmal hoch, das ist jetzt schwierig. Pass auf, du gehst hoch. Wie hoch? Wieder hoch, wie du gerade warst. Du musst praktisch mein Gesicht treffen, zur Hälfte. Ach so. Stopp. Wieder runter, wieder runter, wieder runter, wieder runter. Ja, so, stopp. Wieder ein bisschen hoch, bisschen hoch. So, guck mal. So. Ist ja lustig. Was sagt Peter?
Wenn du gleich meckerst, kommst du auch noch rein und machst mit mir so ein Foto. Ist es fertig? Ja, ist fertig. Ach so, das haben ja, machen ja die. Hast du, siehst du es? Er lacht sich schon kaputt. Okay. Der liegt schon unterm Bett. Der ist der Peter überhaupt im Internet drin? Nein. Bitte? Peter, du guckst es aber nicht im Internet jetzt gleichzeitig im gleichen Zimmer. Ja, freilich. Das darf er nicht, dann ist die Verbindung. Das darf man nicht? Ach, das darf man nicht. Nein! Ach so, nein, jetzt weiß ich nicht. Jetzt hat er schon ausgemacht. Ja, besser ist. Besser ist. So, sag mal, pass auf, jetzt kommt was Besonderes. Pass auf. Okay. Mhm. Was kommt denn jetzt? Und jetzt, wie immer, unsere beliebte Rubrik 7 Fragen aus 77. Wähle mit Bedacht, denn nun geht es auch ans Eingemacht. So, pass auf, mein Lieber. Erstmal, bevor wir das jetzt machen, möchte ich noch was zu dir... Was kommt? Was hast du gesagt? Entschuldigung. Peter? Peter? Ja. Peter, der Herr Karl sagt, natürlich darfst du mitschauen, es wäre ein Spitzenempfang, du darfst dich wieder einschalten. Du darfst dich wieder einschalten. Es wäre ein Spitzenempfang. Alles gut. Sagt der Herr Karl. Du, das alles ist ja gut. Der Wahnsinn. Die Männer. Der Herr Karl hat es gesagt. Vielen Dank, Herr Karl. Ist doch eh super, wenn immer alle zusammenarbeiten, ja, verstehst weil du? Der Karl sitzt ja draußen und guckt es auch. Ich gehe ja über Obelix rein. Ach, er geht über Obelix rein, wer natürlich. Auch immer, ja. Das ist, hat er eine eigene Seite. Obelix ist unser Hund, der hat eine eigene Seite. Ach so, ja, über Obelix kann er. Der Hund hat eine eigene Seite. Ja, klar, natürlich. Wer ist der denn mit, der Hund? Ja, der ist auch dabei. Wo ist der denn? Ja, logisch, ich zeige ihn dir. Ja. Guck mal. Obelix. Guck mal hier. Da. Oh nein. Obelix. Hallo. Hallo, bist du ein Hübscher. Ja, süß, oder? Ich könnte doch eigentlich mit Obelix so ein Foto machen. Ja. Lass mal machen, warte mal. Guck mal. Komm mal Obelix. Hier, Schatz. Peter, du musst ihn jetzt hochheben. Guck mal. Warte mal. Wir versuchen das mal. Warte mal. Warte. Hat's geklappt? Das ist ein Megafoto. Warte, schau mal. Die verrückte Tante hier. Obelix, der ist aber eher wie der Asterix von der Größe her, hör mal. Warte mal, wieso ist bei mir jetzt so schwarz? Hast du das Handy jetzt aufgemacht? Jetzt ist wieder da. Nee, also Obelix hat auch eine Seite, der heißt Obelix unterstrich München. Peter, wie heißt der? Obelix unterstrich München. M-U-E. Und was macht der Obelix auf seinem Account? Bitte? Moment, hat der Obelix eine Internetseite oder einen Instagram-Account? Der hat einen Instagram-Account. Was macht er da? Tanzen? Nein, da zeigt er immer lustige Bilder, da zeigt er, wo er gerade so unterwegs ist, was er gerade irgendwie für ein Leckerli bekommen hat. Oder hat er denn schon Sponsoren vom Leckerli-Firma? Nein, hat er noch nicht. Also hat mit allen Sponsoren da draußen, die was mit Hunden zu tun haben. Zeig ihn nochmal als Bewerbungsfoto. Der Obelix möchte sich bewerben. Hier. Obelix unterstrich. Ach, Obelix schläft schon. Schau mal. Ich meine, Entschuldigung, der ist ja entzückend, Obelix. Oder? Mausi. Oh, du kleiner Mausebär. Wie alt ist der denn? Der ist gerade vor ein paar Tagen, ist er 3 geworden. Ach, noch ein junger Hüpfer. Ja, ja. 23 erst.
und kommt von Gut Eiderbichl. Von Gut Eiderbichl? Kennst du Gut Eiderbichl? Nee. Nee? Die Tierrettung? Habt ihr ihn hergeholt, oder was? Ja, also er hat nichts Schlimmes erlebt, Gott sei Dank. Aber er kommt aus einer Familie, Animal Hoarding. 69 Hunde hat man aus einer kleinen Wohnung rausgeholt. Und ja, und als die dann eben auf Eiderbichl waren und die Hunde alle aufgepäppelt wurden, da war eine Hündin trächtig und da kam dann Obelix dabei raus. Und wenn du mal Hilfe brauchst mit Obelix, ne, rufst du mit an, weil mein Sohn sucht immer einen Hund, den er Gassi führen darf. Weißt du, wenn ihr mal zum Beispiel einen langen Flug macht und den nicht mitnehmen wollt, immer gerne Abnehmer von Pflegehunden. Okay, gut. Du, das ist ja immer gut zu wissen und sehr praktisch. Vielen Dank. Und jetzt bitte, ich sage das ja selten, aber folgt bitte Obelix, damit er dann auch einen Werbevertrag irgendwann hat. Ja, genau. Folgt Obelix, ja. Folgt unbedingt. Du, wir sind vom Kochen abgekommen. Du bist tatsächlich ein richtig guter Koch. Ich sage jetzt mal, du bist es ja immer noch. Du hast ja auch The Taste gewonnen im Gegensatz zu mir. Aber, da bin ich ein bisschen leidend, egal. Aber du bist tatsächlich mal, also das klingt immer so doof, weil du bist ja noch gut, aber du bist tatsächlich mal ein richtig guter, du hättest eine richtige Karriere einschlagen können als Koch. Ja, ich habe ja immerhin also 10 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Ich habe es ja auch gelernt. Und und dann habe ich unter anderem eben 5 Jahre im Bayerischen Hof gearbeitet in München. Das war eine spannende Zeit und da war natürlich ein illustres Publikum, ja, auch auf den stillen Örtchen manchmal. Und da habe ich zum Beispiel noch für Grace Kelly damals gekocht, für Grazia Patrizia von Monaco. Ja, unter anderem, da gab es so viele ganz berühmte Leute, die natürlich da gewohnt haben, manchmal sogar wochenlang. Und für die haben wir dann lecker Essen gemacht. Ja. Mhm. Und kannst du noch Gerichte von damals kochen? Kannst du die noch auswendig? Ja, doch, durchaus. Weil man also, der Herr Karl zum Beispiel, der hat ein Gericht, das nennt sich Schweinsfilet Singapur. Oh. Ne? Das ist aus den 70ern. Aha, ich sage, da legst dich nieder. Das klingt ja fast so wie Schweinshaxe Florida, oder? Nee, es ist eher wie Eiserne Jungfrau, hieß es auch in manch anderen Lokalen. Aber Eiserne Jungfrau. Aber kannst du mir kurz erklären, um was sich es handelt? Ungefähr. Warte, das müssen wir fragen. Herr Karl? Herr Karl, darf ich das sagen? Herr Karl? Herr Karl? Nee, der schläft nicht. Nee. Herr Karl, darf ich die Schweinsfilet Singapur erzählen? Aber das kann man doch demnächst in seinem Kochbuch lesen, oder? Entschuldigung. Das darfst du nicht verraten. Ach so. Das wusste ich doch nicht. Oh, warte. Mein Gott. Du erhöhst den Druck jetzt. Ah. Naja. Er kommt. Okay. Herr Karl? Ist merkwürdig. Es ist gerade eine merkwürdige Situation. Wir machen jetzt mal, jetzt kommt er nicht. Jetzt schmollt er. So. Ja, ja. Du, hier, pass mal auf. Es gibt hier eine Änderung. Es gibt 7 Fragen aus 77. Mhm. Es gibt aber auch 6 Fragen aus 77. Jetzt wird es kompliziert. Und einen von meiner intimen Liste 1 bis 16. Allerdings fand Oliver Vnuk und mehrere Leute hier, meine intime Liste wäre aus den 60er Jahren. Und jetzt hat Oliver Vnuk mir eine neue Liste geschickt. Mhm. Und zwar 1 bis 24. Jetzt die Frage, würdest du 6 aus 77 machen und eine erstmal aus der intimen Liste, aber von welcher Liste? Oh Gott, ist das kompliziert. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Ist ja wirklich kompliziert. Also es ist, letztlich brechen wir es runter. Du machst 6 Fragen aus 77, die machen wir jetzt erstmal. Ja. Und damit es dann nicht kompliziert wird, erkläre ich dir dann nochmal den zweiten Schritt. Okay. So. Okay. Ja. So. Guten Tag.
Nee, du haben Sie Unterhosen? Du musst eine haben Nummer. Sie Unterhosen? Patrick, du musst eine Nummer sagen. Ja, ach so. Ich sag jetzt mal, wie war das? 6 aus 49? Also nein, 1 aus 6. Also 6 aus 77. 6 aus 77. Und jetzt, muss ich aus der 77 irgendwelche Zahlen sagen, oder was? Ja, jetzt hat hier jemand gesagt. Peter, also 23. Warte, wieso denn 23? Ja, weiß ich nicht. Gut, die schönste Stadt, in der du warst? Florenz. Florenz? Ja. Auch Firenze genannt. Firenze, ja. Ja, und da isst man natürlich auch hervorragend, muss man sagen. Natürlich. Oh. Italienisch. Oh, weißt du, ach. Ja. Ach, ja. Verstehe ich. Ich bin nur, ich möchte dazu eine kleine, ich erzähle jetzt mal eine Anekdote dazu. Ich bin vor Jahren, vor 17 Jahren, mit meiner Dame, mit auch heute noch meiner besten Freundin nach Italien gefahren, haben eine Rundreise gemacht. Vor 19 Jahren. Und wir hatten noch so eine Kamera dabei. Und dann sind wir an Florenz vorbeigefahren. Und ich habe nur gerufen, da ist Florenz Film. Und sie hat es nur so geschwenkt. Und das war es dann auch. Du bist praktisch erst einmal in den Himmel geschwenkt. Und das ist ich war nie wieder da. Das ist deine Erinnerung an Florenz. Florenz ist immer dieser Schwenk von der Autobahn in den Himmel. Und der Herr Karl möchte da immer hin, weil es so wahnsinnig schön sein soll. Ja, es ist eine traumhaft schöne Stadt. Also, also ich war auch lange, lange nicht mehr da und habe mir das schon ewig vorgenommen. Und vielleicht fahren wir mal zusammen hin. Also es wäre ja auch ganz lustig. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Nach dem Kochen sind wir ja dann auch so, ne? Ja. Und dann, ja, eben. Dann machen wir beim Kochabend die Florenzreise aus, die ich dann aber natürlich per Instagram begleiten werde. Ja, ne? Weil ihr wollt ja auch die Florenzreise mit mir, Patrick Lindner, Peter und Herrn Karl erleben. Was meinst du, wie lustig das wäre? Stell dir mal vor. Wenn wir alle vier über die Ponte Vecchio laufen würden. Aber nur, wenn du auch Blümchen ins Haar kriegst. Was? Nur wenn ich auch Blümchen ins Haar krieg, sagt er. Ja, natürlich kriegst du Blümchen. Ich bringe dir ein Blümchen beim nächsten Mal mit. Ja, nächste bitte. Nächste Frage, Patrick. Nächste Nummer. Ja. Nummer 5. Nimmst, ja, das passt ja jetzt, pass auf. Nimmst du Shampoo oder Duschgel aus den Hotelzimmern mit? Natürlich. Ja, logisch. Ich auch. Nein. Also, Peter greift schon von hinten, ja. Er packt immer alles ein, sagt er. Ist überhaupt nicht wahr. Ich nehme auch diese Schuhe. Es ist natürlich jetzt immer schwierig. Bitte? Patrick, ich packe auch diese Schuhe ein, damit man zu Hause Hausschuhe hat, wenn Gäste kommen. Naja, das habe ich früher auch gemacht, aber es ist, irgendwie habe ich dann mal so viele Schuhe zu Hause gehabt, dass ich gesagt habe, nee, jetzt lass es sein. Also die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich meine, es ist natürlich mittlerweile mit Shampoo und Duschgel, es ist sehr schwierig, seit jetzt diese großen Flaschen immer angebracht unangenehm sind. Unangenehm, die Wand, kann man gar nicht abreißen. Nee, aber ich sag jetzt mal, wer hat das noch nicht gemacht? Wenn du jetzt wirklich mal das Glück hast, in einem Badezimmer dann ein tolles Duschgel zu haben. Also ich sage jetzt mal, gibt es ja von ganz vielen tollen Firmen. Ja, und da habe ich die natürlich dann auch mitgenommen, klar. Ja, ich auch. Ich auch. Nächste Frage, bitte. 37. Von wem hast du deinen ersten Kuss bekommen? Vor wem habe ich meinen ersten Kuss bekommen? Es muss wohl irgendwie damals von meinem Goldhamster gewesen sein. Von einem Goldhamster? Nee, Quatsch. Ich kann mich erinnern, dass das natürlich damals losging im Kindergarten, dass man ja auch irgendwo... Also, Patrick, wir meinen dann schon den mit der Zungenspitze. Ach, du meinst jetzt so einen richtigen Kuss? Also komm, der Kindergartenkuss, wir wollen natürlich, es ist doch 23 Uhr.
Ja, gut, also den richtigen Kuss, ja, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich den mit Peter erst kriegte, dann, das geht ja nicht. Doch, theoretisch kannst du sagen, das war der erste richtige. Naja, das wäre jetzt blöd. Also, Das wäre jetzt auch gelogen. immerhin haben wir uns erst mit 50 kennengelernt. Ja, also Elena, ich muss dir ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich kann mich echt nicht daran Ach, du bist erinnern. einfach ein Mann. Männer sind da anders. Ich weiß das genau. Ich kann dir quasi den Tag sagen. Ach so, naja, Aber das ist dann. was mit Männern. Männer wissen das immer nicht. Männer Also, sind da so. ich könnte es dir jetzt nicht mehr sagen, ehrlich gesagt. Ja, gut, Nee. dann lassen wir das auch. Da müssen wir auch nicht grübeln. Ich dachte, du sagst jetzt aus der Pistole geschossen. Es So. war der 17. Juli 1900. Weißt du denn noch, ob es schön war? Es war wunderschön. Aber das ist doch schön. Also wenn die Ja. Erinnerung zumindest nicht an wen und wann und welche Uhrzeit, aber die Erinnerung, dass er schön ist, das ist doch was wert, weil der erste Kuss, der prägt einen ja, möchte ich sagen. Doch. Natürlich, klar. Und wie? Der prägt einen, ich glaube ja, in allem, der erste Kuss. Bestimmt. Ne? So, Ja, nächste klar, Frage, da bitte. hast du schon recht. Ne? Der prägt. Gott, ach so, Nummer Du. 75. Schreibst du eher E-Mails oder WhatsApps oder rufst du lieber schnell mal an? Ich rufe lieber schnell mal an. Ich auch. Also ist heute fast Oldschool. schon schwierig geworden, also jetzt um jetzt irgendwie, ja, wie sage ich mal, wenn du jetzt irgendwie ein Anliegen hast bei der Lufthansa oder ich weiß es nicht wo, kannst du ja schon gar nicht mehr anrufen. Es gibt ja keine Telefonnummer mehr. Du musst ja eine E-Mail schreiben, ja. Krieg Aggression, krieg Aggression. Aber heute ist es ja auch so, wenn du dir dann irgendwelche kurzen WhatsApps schreibst oder also ich bin dann eher einer, der mal lieber dann kurz anruft, klar und deutlich schnell sagt, was los ist, ja, bevor man dann irgendwie rumschreiben muss. Ja, sehr gut, Und mir auch. es ist auch persönlicher, Ist ne? auch bei mir, die Jugend, die schickt sich ja wirklich um das Treffen um 15 Uhr, dafür gehen 20 WhatsApp raus. Ja, es ist furchtbar. Also Fürchterlich. das ist echt so, dass wir ja selbst jetzt mittlerweile für irgendwelche Fernsehsendungen im Vorfeld schon 150 E-Mails bekommen, bis dann irgendwie klar ist, dass du einen 3-Minuten-Titel singst, verstehst du? Ja. Ja. Ach, ich muss mir das Lied nachher nochmal anhören. So, nächste Frage bitte, Peter. Ja, ich sage jetzt mal 55. Bist du pünktlich oder eher unpünktlich? Sehr pünktlich. Du bist sehr Das pünktlich. ist mir also ganz, ganz wichtig und irgendwie ist mir das auch so anerzogen. Ich hasse Unpünktlichkeit. Also es ist natürlich etwas typisch Deutsches, diese deutsche Pünktlichkeit, aber ich finde, das ist echt eine Charaktersache, wenn man sich verabredet, dass man echt dann pünktlich ist. Also ich bin jetzt einer, der eher lieber 5 Minuten früher dann da ist, ne? Du wartest Also eher an der Ecke noch. genau. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Nächste Frage, bitte. Nur wenn es nicht regnet. Ja, natürlich. Dann im Auto. 36. Dann wird es gleich wild. Was ist dein größter Lebenstraum? Mein größter Lebenstraum ist ein kleines Häuschen am Wasser. Wirklich? Bist du Ja, auch so ein also ich habe mir Meertyp? immer schon gedacht, Mensch, so ein Haus am See habe ich mir eigentlich immer gewünscht. Weiß ich nicht, also das klappt wahrscheinlich mit dem Haus am See, klappt es nicht mehr. Aber Weißt du nicht? Weißt das du ist so nicht, ein wer da Lebenstraum. jetzt herhört und vielleicht ein Haus am See hat und da vielleicht gar nicht mehr am See sein will? Ne, kann ja sein. Ja, also mir würde ja sogar schon so ein kleines Bootshaus reichen, weißt du, wo du irgendwie, Sind die teuer? ja,
So an, ich stelle mir jetzt mal vor, an einem bayerischen See, Ammersee, Starnberger See oder so in der Richtung. So ein kleines Bootshaus, so ein ganz knuffiges, schönes mit so einer kleinen Veranda vorne, wo du dann so auf den See guckst. Ne? Abends Und kannst du abends dann mal Wein. irgendwie dann die Tür zumachen, wenn es dann ein bisschen kühler wird. Und kannst dann vielleicht mal auch irgendwo meine Nacht am See übernachten oder so. Ja? Also das stelle ich mir so unglaublich schön vor. Das wäre schon schön. Also wenn jemand irgendwie jemanden kennt, der das Bootshaus nicht mehr haben will, Ammersee, Starnberger See, Schliersee, ne, Attersee, Ja, dann bitte hört sich zu den. einfach melden unter patrick-lindner.de. Genau, Ne? ja. Ne? Und Peter nimmt das dann an. Wir nehmen Ihre Anschriften gerne entgegen. So, und jetzt pass auf. Jetzt gibt es eben diese intime Frage. Jetzt machen wir es mal ganz einfach. Ja. Von meiner Liste oder von der Oliver Vnuk-Liste? Ja, also ich würde mal sagen, jetzt gemischt, oder? Es ist ja vielleicht ein bisschen lustiger. Ja, das heißt Was aber, sagst du, Peter? es gibt nur eine Frage. Es gibt nur Aber ich eine kann ja auch Frage. daraus zwei machen. Nein, dann nehme ich jetzt, dann nehme ich die vom Oliver jetzt, Ja, ja. das ist klar. Alle gehen jetzt auf die vom Oliver. Bitte schön, nur weil meine Liste so alt ist. Du hast die Chance zwischen der Frage 1 bis 24, warte, warte, warte. Jetzt such die Nummer aus. 24. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist nicht meine Liste. Ich möchte das dazu sagen. Oliver Vnuk sieht jetzt zu. Oliver. Jetzt kommt deine Frage 24. Wer sollte auf gar keinen Fall bei deiner Beerdigung erscheinen? Oder geht dir für die Zeit nach deinem Tod die Fantasie aus? Hä? Wir können auch zu meiner Intimliste switchen. ich wüsste da jetzt eigentlich gar keine Antwort drauf, ehrlich gesagt. Wer, Ich wie und. wüsste das auch nicht. Ich werde schon rot. Ich werde knallrot. Ja, also ich Dann muss machen wir jetzt meine ehrlich sagen. Intimliste. Ja gut, dann gehen wir jetzt auf deine. Sag noch Okay. mal Nummer 1 bis 16. 15. Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen lustig. Die Frage jetzt. Wer sollte unbedingt auf meiner Beerdigung sein? Ja, die sind ja super Fragen. So. Okay. Wir lassen das einfach Ja, mein Lieber, es war ein wunderschöner Abend. Und was gibt es denn zum Essen, wenn wir kommen? du, das kannst du dir aussuchen. Also du kannst dir quasi was wünschen. Oder du kannst es vielleicht mit Herrn Karl noch absprechen. Aber gibt es irgendwas, wofür du berühmt bist? Wofür ich berühmt bin. Gerade im Moment jetzt natürlich ist es die Hollandaise. Meine Hollandaise ist die beste überhaupt. Ja. Wirklich? Also gut, dafür braucht man ja dann eben entweder einen Spargel oder sonst irgendwie was. Peter, was ist denn eine Spezialität von Nein, mir? aber du kochst ja mit dem Herrn Karl zusammen. Ja, Ja, aber aber jeder muss er ja will ja eine jetzt wissen, Spezialität was. machen. Bitte? Jeder muss ja eine, weil das ist doch so, es gibt doch sowas, dass Leute zu einem kommen und sagen, machst du wieder dieses leckere Verstehst du, was ich meine? Also zu mir kommen die Leute wegen meiner Spaghetti-Soße. Ah, Du okay. machst einen Schalotten. Also bei mir kommen die Leute wegen meines Kartoffelsalats. Wirklich? Ja, wirklich. Machst du den mit Mayo oder mit Essig? Nein, mit Essig und Öl. Ja, bayerisch. Und auch Ja. mit Rindsuppe?
Bitte was? Mit ja, Impf? Freilich. Ja, klar. Und der Tipp von mir ist immer eben, einen großen Esslöffel scharfen Senf mit dazu zu geben. Ja? Ach. Ja. So ein Dijon-Senf? Ja, also nicht unbedingt so einen scharfen, sondern so einen mittelscharfen, ne? Also. Und einen richtigen Esslöffel? Ja, darf schon richtig kräftig sein. Und ja. Bist du mit mehligen Kartoffeln oder die speckigen? Mit speckigen. Mit speckigen. Und ja. Roten Zwiebelchen? Zwiebelchen, ja, klar. Rote, aber die Zwiebelchen, die sind ja ganz fein geschnitten. Die mache ich dann kurz in die Brühe rein und lasse die nochmal irgendwie aufkochen, damit die ja nicht mehr im rohen Zustand dann in den Kartoffelsalat kommen. Dadurch, dass das dann eben nicht irgendwie zu unangenehmen Aufstößen kommt. Ne? Ach, das ist, wenn man jetzt drin kocht, dann ist es, dann wird es besser, oder was? Ja, klar, weil dann ist es ja nicht mehr im rohen Zustand und dann kannst du das auch viel besser vertragen. Also es quält dich dann nicht mehr, die rohe Zwiebel. Und hättest Salat. Du denn noch uns Laienköchen einen Tipp, was zum Beispiel, was wirklich ganz wichtig ist in der Küche, worauf man achten sollte? Worauf man achten sollte in der Küche. Ja, irgendein Trick, irgendein, der dir spontan einfällt, wie jetzt zum Beispiel mit diesem Aufkochen der Zwiebelchen. Was könnte ich denn da als Ratschlag jetzt geben? Ach, da erwischte mich jetzt wieder. Ist ja nicht schlimm, du hast ja jetzt den Ratschlag schon gegeben. Mit dem Senf, mit den speckigen Kartoffeln, die Brühe vorher rein. Das heißt, du kochst die Brühe auf und wirfst sie dann rein. Ja, es ist ja immer gut, wenn du eine heiße Brühe in die Kartoffeln gibst dann, ja. Also die Kartoffeln sollen ja eigentlich immer mit Schale dann gekocht werden, gepellt und in einem warmen Zustand dann gebe ich quasi die Zutaten rein, Salz, Pfeffer, Essig, Öl und dann eben die Brühe oben drüber, der Senf dazu und dann wird ja der Kartoffelsalat leicht untergehoben. Also die Kartoffeln schwimmen auch leicht in dieser Brühe, ja. Und die saugen ja dann diese ganze Brühe saugen die ja auf und das ist ja dieses Geschmackige dann von so einem Kartoffelsalat, ja. Also und, da möchte ich, wenn ich komme, möchte ich auf jeden Fall als Vorspeise diesen lauwarmen Kartoffelsalat essen. Ja, das mache ich. Das mache ich für dich und dann können wir auch jeden Schritt so gemeinsam durchgehen und das ist ja überhaupt nicht schwer. Ne? Aber dann können wir auch ein Video dazu machen dann. Ja, das machen wir. Das machen wir. Ja. Okay. Das war ganz toll. Peter, vielen Dank für diesen Abend, dass du das mit möglich gemacht hast in der Organisation. Ja, aber ich möchte nämlich noch sagen, dass du den Tag zugesagt hast und dann ich den Peter angerufen habe und er gesagt hat, der hat es gar nicht eingetragen. Ja, weil ich echt dachte, 29. Mai, das ist ja irgendwie... Die meldet sich noch. Ja, die meldet sich doch noch. Und nein. Wir sind heute extra im Hotel geblieben, weil wir sonst auf der Autobahn gewesen. Also wir wären ja heute schon heimgefahren, eigentlich dann nach dem Auftritt. Aber dann haben wir gesagt, nee, also dann hundertprozentig jetzt mit Elena, dass das alles glatt geht. Nicht, dass ich irgendwo im Auto sitze und keinen Empfang habe. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, dann bleiben wir noch eben eine Nacht hier. Und morgen geht es dann endlich nach München, nach ungefähr 10 Tagen jetzt. Bin ich sehr, sehr froh. Auch an morgen, weil jetzt weiß ich, dass ihr morgen kommt, damit wir was ausmachen und es nicht wieder vertun. Weißt du? Ja, genau. Also es war ein ganz, ganz toller Abend. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch dir. Sag bitte Herrn Karl noch ganz liebe Grüße. Wir freuen uns auf euch. Und auf und du sagst ganz... noch einmal, wie das Lied heißt. Das Lied heißt Lieben kann man nicht allein. Danke. Ja? Auch auf YouTube zu sehen. Ich habe das Video dazu in der Karibik gedreht. Was? Weißes Papier, Schanenana, Schanenana. Was ist los, Peter? Jetzt hat sie unseren Stopsel raus. Denn dieses Bild von dir und mir aus meiner Feder fließen Worte voll Gefühl und Zärtlichkeit. Es sind Worte, die das Leben für uns schreibt.
Lieben kann man nicht allein, Schananana. Liebe ist wie Sonnenschein, Schananana. Schließe alle Türen auf. Lass der Seele ihren Lauf. Denn lieben kann man nicht allein, Schananana. Das Leben muss aus Liebe sein, Schananana. Heute Morgen, irgendwann, jedes Herz ist einmal dran. Herzen müssen zweisam sein, lieben kann man nicht allein. Mach auf. Ach, wie toll, ach, wie toll. Ich danke dir, ich danke dir, das ist ein guter Moment, jetzt damit schlafen zu gehen. Vielen, vielen Dank. Jetzt hast du einen Ohrwurm, ne? Ja, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Nicht allein. Na, 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 na. Na, na. Okay. Schlaf schön. Tschüss, alles Gute. Tschüss, Obelix. Ciao. Ciao. Alles Liebe. Ciao, Obelix. Tschüss. Sag auch gut nach. Ciao, Obelix. Ciao. Ach, wie schön, wie schön, wie schön. Das war ein herrlicher Abend. Vielen, vielen Dank. Und ihr Lieben, jetzt nochmal, ich möchte mich sehr bei und Gretel, bei Hartley für die Unterstützung, bei und Gretel für die Unterstützung, bei Dermalogica für die tolle Unterstützung und diesen Wahnsinnstrip nach L.A. bedanken. Und wer von euch Lust hat, diese Wahnsinnsbox mit wirklich, mit dem Milchofoling, das gibt es noch nicht auf dem Markt, mit diesem, mit dem Serum, der Nachtpflege, der Augenpflege und noch anderen weiten Geschenken zu bekommen, der schreibt bitte, wenn ich das Video gleich gespeichert habe, unter dieses Video einen netten, kreativen, lustigen Kommentar bis Dienstagabend 18 Uhr zum Thema Meine Haut hat Jetlag. Ich wünsche euch einen ganz guten Start in die Woche. Passt auf euch auf und ich glaube, macht doch nochmal den Daumen hoch, dass heute die Verbindung tatsächlich am besten war, obwohl ich relativ dunkel war. Aber ich bin heute über meinen 5G reingegangen und nicht über WLAN. Das habe ich mal probiert. Vielen Dank für heute. Schreibt doch bitte auch unter das Video, ob der Empfang gut war. Es wäre mir wichtig. Dann können wir das nächste Mal auch so machen. So, wir sehen uns nächste Woche wieder. Da freue ich mich schon sehr drauf. Live. Und das war es leider schon wieder. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Genießen Sie die Zeit, bis wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen bei Honigstillen Wörtchen.